Ja, Leute, also Farid Bang täuscht auf jeden Fall mal wieder nicht an, denn er hat es in die Schlagzeilen deutschlandweit geschafft mit seinen Insta-Stories, in denen er sich lustig gemacht hat über Mario Götze. Und ich habe jetzt hier von Rapcheck mal ein Video am Start, in dem eigentlich so gut wie alles sehr gut zusammengefasst ist. Also Rapcheck, hier nochmal der YouTube-Kanal. Abonniert Dabei ihn. mehr bewusst mit der Polizei. Es kommen auf jeden Fall täglich neue Videos rund um den Rap. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns kurz das Video mal an. Gestern hat es Farid Bang als einziger in die Schlagzeilen geschafft und das mit einem anderen Thema als Bushido oder Capital Bra zu erwähnen. Er kümmert sich einfach um seine Sachen und täuscht weiterhin nicht an, der Banger. Die Zeitungen schreiben, er hat Mario Götze gedisst. Das stimmt allerdings nicht. Dafür verstehen sie einfach seinen Humor nicht und das war wieder ein gutes Zeichen, warum die Bild-Zeitung bitte aus dem Rap-Geschäft aufsteigen sollte. Farid Bang hat das Recht, Fan zu sein, von wem er auch möchte. Er kann Mario Götze-Fan sein oder auch nicht, so wie alle anderen Fußballfans auch. Er hat lediglich gesagt, er findet Mario nicht gut als Spieler. Hat das natürlich auf seine humorvolle Art getan und ihn zum Beispiel mit der Gurke im Cheeseburger verglichen. Die Gurke ist da, aber keiner will sie haben. Aber am besten schaut euch die neue Ansage an von Farid Bang. Ich blende euch die alte Ansage ein und die neue gleich dazu. Ja, viele fragen mich, warum hat er nicht blockiert? Ich weiß es nicht. Ich habe wahrscheinlich irgendwann mal einen Witz gemacht über ihn. Aber ist nicht schlimm. Ich bin ein großer Borussia Dortmund-Fan, aber wie die meisten Borussia Dortmund-Fans bin ich kein Mario Götze-Fan. Mit Mario Götze und dem BVB verhält es sich ungefähr wie mit der Gurke beim Cheeseburger. Sie ist dabei, aber keiner will sie haben. Die Instagram-Story zu Mario Götze, die hier jetzt starkes Interesse gegangen, ja. Und ich habe das Gefühl, es wird sich eingestellt, dass wenn ich dem jungen Mann irgendwas schenken will, ich wünsche ihm das Beste und nur Gutes. Ich habe nichts gegen ihn und ich bin einfach kein Fan von ihm. Ich mag ihn spielerisch nicht, und aber vielleicht überzeugt er mich noch über die Jahre. Hat er noch ein paar Jährchen Zeit. Und viele seiner Mannschaftskollegen sind auch meine Freunde. Und daher ist es jetzt nichts Böses von mir an ihn. Und ich hoffe, der BVB wird Meister. Also so wünsche ich ihm indirekt auch die Meisterschaft dieses Jahr. Schönen Abend, Leute. So Leute, das war's mit dem Video. Also das war's auch schon mit dem Video. Ich schau mal noch kurz hier durch die Kommentare. Farid täuscht nicht an. Rapcheck, du bist der beste YouTuber. Die neue Nummer von Bushido 110. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich denke, in dem Video war alles ganz gut zusammengefasst. Farid Bang hat sich halt über Mario Götze lustig gemacht und im Endeffekt war es halt nur ein gut gemeinter Witz auf seine Art und Weise und ja.